Wie war denn jetzt der zweite Block für dich und was sehen wir, ist ein bisschen übertrieben, weil wir sehen ja ganz viel, aber was ist dir so im Gedächtnis geblieben, was können wir jetzt herausheben? Ja, ich komme langsam immer an die Platzgrenzen. Ich merke, 2,5 Meter reichen gar nicht, um die ganzen guten Inhalte abzubilden. Das ist gut. Das ist gut, das stimmt allerdings. Ja. Ich fange mal wieder hier links an, weil meist arbeite ich mich so von links oben nach rechts unten vor. Der erste Block ist eigentlich so das Thema Information. Und zwar für die meisten ist die erste Anlaufstelle eben Google, wo halt oft ziemlich viel Negativität entgegenspringt, wo vielleicht Hiobsbotschaften entgegenspringen. Und deswegen auch die Frage, wo sind denn Infos, mit denen ich mich sicher fühle, die irgendwie gut für mich kanalisiert werden? Sind es dann eher einzelne Ansprechpartner, ist das Fachpersonal. Aber overall, der Appell, selbst recherchieren, lohnt sich auf jeden Fall. Dann ging es zum Thema Patienten-Communities, Patientenorganisationen, die ganz, ganz vielfältige Rollen einnehmen können. Sei das psychische Resilienz zu fördern, sei das der Link zu Pharma, sei das einfach zu zeigen, es gibt viele von Menschen, die betroffen sind. Der Austausch mit Gleichgesinnten, wo man nicht erstmal erklären muss, also ich habe Folgendes, das bedeutet das und das und das, sondern es sind einfach Leute, die in der gleichen Situation sind. Und auch über Themen zu sprechen, wo eben nicht so häufig drüber gesprochen werden, gerade was das Thema mentale Gesundheit angeht oder auch traumatische Behandlungen, Depressionen. Dafür ist das halt total super. Und da auch der ganz große Satz, wir sind die wahren Experten für unsere Krankheit. Dann ging es so ein Stück weit zum Thema, wenn über mich und meinen Fall gesprochen wird, braucht es meinen Konsens. Auch das Thema Wertschätzung, wenn darüber besprochen wird, wenn da irgendwas erarbeitet wird. Generell ist natürlich das Thema Co-Create Solutions, also gemeinsam an Lösungen arbeiten, etwas sehr, sehr Gutes, wo man eben was Neues erschaffen kann. Aber eben wertschätzungswichtig, offene Kommunikation und Unterstützung, das kann in ganz unterschiedlicher Form sein, sei das durch Organisationen, Seminare, Workshops, da gibt es sehr vielfältige Dinge. Dann ging es zum Thema die Schlüsselfigur Ärzte, Ärztin. Falsche Ärzte, falsche Diagnose, falsche Behandlungsformen können eben zu einem Vertrauensverlust führen. Auf der anderen Seite können so Spezialisten, und hier ist der Kontakt zu den Spezialisten und auch den herzustellen sehr wichtig, können wahnsinnig viel bewirken und auch so eine Schlüsselfigur werden. Das hatten wir vorhin ja wirklich toll geschildert bekommen. Und überhaupt dieses Gefühl zu bekommen, wow, es gibt Forscher, die sich dafür interessieren und vielleicht selbst auch aktiv zu werden, selbst forschen zu können, diesen Perspektivwechsel wieder stattfinden zu lassen, ist ganz spannend. Denn nur die Diagnose reicht nicht, das ist oft nur der erste Schritt auf einem Weg, den man sich dann begibt. In der heutigen Zeit ist natürlich Social Media da total interessant, einfach auch um Erfahrungsaustausch zu bringen, aber auch für die Angehörigen auch zu zeigen, wie sehen denn die schlechten Tage aus. Das ist ja häufig das Problem. Social Media zeigt oft den Regenbogen, die schönste Form, aber gerade die schlechten Tage sind, glaube ich, sehr hilfreich. Und zwei sehr tolle Zitate, die heute auch kamen, fand ich: von der Erkrankung lasse ich mich nicht unterkriegen. Mhm. Und das Leben soll im Vordergrund stehen, nicht die Erkrankung. Also darum geht es doch. Es geht darum, damit zu leben. Deswegen auch fand ich total toll vorhin, aus einem Nein eigentlich ein Doch zu machen. Also auch auf sich selbst Rücksicht zu nehmen natürlich, aber Nein als Motivation zu nehmen, zu sagen, nö, warte mal ganz kurz, wir gucken mal, wie das läuft. Manchmal braucht es auch, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich hier aus den Schatten nicht aus Bild werfe. Manchmal braucht es auch einfach jemanden, der sagt, es wird alles gut, du kannst deine Ziele erreichen. Und letztlich habe ich hier bei diesem Bild auch wieder versucht, unten in dieser Line, ganz unten in dieser Abschlusslinie, die Grundthemen rauszuarbeiten. Das eine ist dieser offene Umgang mit der Erkrankung, mit anderen darüber zu sprechen und vor allem Link zur Selbsthilfe und Link zu Spezialisten, eben diese Communities, diese Vernetzung, die auch auf dem ersten Block, auf dem ersten Plakat sehr wichtig waren. Das ist quasi Block 2 in Bildern und in Texten und in lauter Einhörnern. Selbsterklärend nehme ich an, oder? Das passt auch sehr gut, was Lukas auch gesagt hat. Ich habe keine Lust auf Nein. Und Wiebke hat ja auch gesagt, ich gebe der Erkrankung den Platz, den sie verdient, aber mehr auch nicht. Von daher denke ich, das werden wir auch wiederfinden. Von daher vielen Dank erstmal. Wir kommen nachher nochmal in Runde 3 auf dich zurück. Und übrigens, das ist nicht das erste Plakat, ne? Das ist das zweite, will ich nochmal betonen. Also ich bin sehr begeistert. Danke, Franziska.